Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge unserer Kraftwerkserie. Wir sind jetzt am Ende der Einsteigerlektionen angekommen. Wir haben 24 Lektionen lang entdeckt, was es bedeutet, mit der Kraft Gottes unterwegs zu sein, wie sie sich in uns mehren kann und vieles mehr. Und es ist ein bisschen wie in der Schule. Da macht man, wenn eine Lektionsreihe zu Ende ist, einen Test. Und ich habe mir heute beim Abschluss dieser Einsteigerlektion überlegt, machen wir doch mal einen Test. Es braucht keine Angst haben, ihr kriegt da keine Liste, die jetzt anzukreuzen ist oder wo man unbedingt jetzt irgendwelche Fragen beantworten muss, gar nicht. Wir machen das heute ganz anders. Einen Test, so wie ihn uns die Bibel anweist. Und das ist spannend, denn es gibt es wirklich. In der Bibel gibt es einen Test. Einen Test, wo wir prüfen sollen, wie weit es denn mit unserem Glauben eigentlich her ist. Paulus fordert die Gläubigen auf, ihren eigenen Glauben zu testen und zu überprüfen, wo man steht. Er fordert die Gläubigen auf, selbstkritisch zu sein und einmal genau nachzuschauen, wie weit es denn eigentlich her ist mit dem Glauben. Der Vers dazu steht im 2. Korinther 13, der Vers 5. Ich lese ihn euch vor aus der Luther-Übersetzung. Überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selber. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch nicht bewährt. Also dieser Vers ist so der Schlüsselvers am Ende des 2. Korinther, wo er am Ende des Briefes die korinthische Gemeinde anweist, seid doch selbstkritisch und schaut einmal genau bei euch selber hin. Wie weit ist es denn her mit eurem Glauben? Und ich glaube, dass uns das Gleiche ab und zu auch gut tut, dieses selbstkritisch einmal auf sich selbst schauen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einige sich in ihrem Glauben besser fühlen und besser entwickelt fühlen, als sie eigentlich sind. Und andere, die recht weit entwickelt sind, die sich aber da unten fühlen. Also inwieweit ist das, was ich über mich selbst empfinde, über meine eigene Entwicklung, realistisch überhaupt? Und der Vers gibt eigentlich vor, wie dieser Test aussieht. Der Test gibt vor, dass wir überprüfen sollen, ob Jesus Christus in uns ist, ob er in uns lebt. Damit sollen wir unseren eigenen Glauben überprüfen. Also beginnen wir von vorn. Wir sollen prüfen, ob wir im Glauben sind. Das meint, ob wir Jesus vertrauen können, ob unser Vertrauen sich bewährt hat. Vertrauen ist das, wenn Jesus etwas sagt, wenn der Heilige Geist uns einen Impuls Gottes gibt, gehe ich diesen Schritt des Vertrauens dann? Denn oftmals sind das die Dinge, die er vorgibt, die Schritte, die er vorgibt, Schritte, wo wir aufs Wasser treten, wo wir auf unbekanntes Land kommen, etwas Neues entdecken müssen. Bin ich fähig, erstens diese Anleitung Gottes zu hören und zweitens den Schritt dann auch zu gehen? Das sind die Bedingungen. Und ich weiß nicht genau, wie weit du entwickelt bist in diesem Hören. In der Kraftwerkserie haben wir das jetzt eine ganze Zeit lang immer wieder gehabt. Hören entwickeln. Ich werde am nächsten Sonntag darauf eingehen, was es bedeutet, sich da zu entwickeln, etwas weiterzukommen. Aber dieses Hören, hast du es entwickelt? Kann Jesus zu dir reden? Kann er dir sagen, wirf dein Netz auf der linken Seite aus. Geh angeln. Mach dies, mach das. Kann er dir Anweisungen geben? Das ist die Frage.
Christentum basiert darauf, dass wir vom Heiligen Geist gelehrt sind. Es basiert darauf, dass wir Mitarbeiter Gottes sind, dass wir Anweisungen bekommen, diese hören und umsetzen. Und dann haben wir einen bewährten Glauben. Für solch einen Test muss man keinen Kreuzli-Test machen, muss man keine Fragen beantworten und nicht irgendwelche Leistungsnachweise bringen. Diesen Test kann nur jeder selber machen. Höre ich Gottes Anweisungen? Erstens und zweitens habe ich die Fähigkeit entwickelt, diese umzusetzen. Denn davon hängt letztlich schlüssig alles ab. Wisst ihr, wir haben viele, die sich Christen nennen, aber überhaupt dieses nie entwickelt haben. Doch Christentum ist im Kern die Mitarbeiterschaft Gottes. Das heißt, er ist der Chef, er schafft an und sagt uns, was wir tun sollen, und wir setzen dies hier auf Erden um. Epheser 2,10. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Er hat etwas vorbereitet im Himmel, in der unsichtbaren Welt etwas geschaffen, und wir sollen es hier umsetzen. Gehörst du auch zu denen, die das leben? Da ist der Schlüssel. Das ist der Test. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, da habe ich Defizite, und du bist jetzt heute das erste Mal bei der ersten Folge der Kraftwerkserie eingestiegen, dann rate ich dir, hör dir die anderen 24 Folgen einmal an. Es lohnt sich, weil es hilft dir, weiterzukommen in deinem Wachstum, in deinem Vertrauen. Ich lade euch ein zu diesem Wachstum. Wisst ihr, es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr könnt hergehen und sagen, Herr, prüfe doch mal meinen Glauben. Hat das Risiko, dass dann wirklich schwierige Dinge passieren? Dass Gott dich wirklich herausfordert, aufs Wasser zu treten. Dass Gott dich wirklich herausfordert, mal etwas völlig Verrücktes, Unbekanntes zu machen. Und dann zeigt sich Glaube. Aber du kannst dem auch so ein bisschen vorhergehen und vorgreifen, indem du sagst, Mensch, ich entwickle jetzt mal meinen Glauben vorher schon mal, bevor solche Situationen entstehen. Es wäre, glaube ich, gescheit. Und darum lade ich dich ein, mach dich auf den Weg, entdecke, was es heißt, Gottes Stimme, seine Anweisung, seine Leitung immer besser zu spüren, dir danach zu gehen und darin Mut zu entwickeln. Ich lade dich ein, es ist gut, dieses zu entwickeln, bevor die Lebensprüfungen kommen. Also, für heute war es das. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Seid gesegnet, euer Frank.